Frank-Mentrup, wenn man als Oberbürgermeister Stadt Karlsruhe aktuell in eine Schule geht, hat es einen besonderen Grund. Nach 2 Tagen sind die Schulen in Karlsruhe zum Teil wieder geöffnet. Man hat gesehen, das ist eine ganz besondere Situation. Was ist Ihr Eindruck, als Sie hier ins Fichte-Gymnasium gekommen sind? Also mein Eindruck ist, dass sich das offensichtlich doch gut bewährt hat, in den letzten 2 Wochen sehr intensiv an Hygienekonzepten zu arbeiten, auch überhaupt die Hardware zu besorgen, Hygienespender, Material und, dass man sich über neue Bestuhlungspläne für die Klassenräume Gedanken gemacht hat, dass man Sporthallen zu Klassenzimmern umfunktioniert hat, dass man Einbahnstraßensysteme durch die Schulen legt. Und ich hätte jetzt gedacht, dass hier alle völlig fertig und verzweifelt da im Chaos sitzen, aber nein, die haben diese Aufgabe alle gut angenommen, sie haben sie umgesetzt und es scheint seit gestern gut zu funktionieren und das ist natürlich schon auch irgendwie eine starke Leistung. Wenn man mit Rektor, mit Lehrerin hier spricht, stellvertretend für viele andere, wir haben sogar mit Elternvertretern heute die Gelegenheit gehabt, hat man das Gefühl, die begreifen das als eine positive Herausforderung in dieser schweren Zeit und gehen da sehr konstruktiv damit um. Genau, und da gibt es eben auch noch wunderbare zusätzliche Aktionen. Hier eine Mutter vom Fichte-Gymnasium, die in eine eigene Plakataktion unaufgefordert, unbestellt und unverhofft gestaltet hat, zusammen mit ihrem Mann. Und diese Plakataktion weist nochmal die Schülerinnen und Schüler darauf hin, dass es nicht hier um neue, splinige Ideen irgendwelcher Erwachsenen geht, sondern auch konkret um ihre Sicherheit vor Ort, dass es darum geht, dass man durch sein Verhalten jetzt auch nochmal gerechtfertigt, im Nachhinein rechtfertigt, dass man die Schulen schrittweise geöffnet hat. Und das alles auf eine ganz witzige und plakative Weise. Und natürlich haben wir diese Plakate jetzt nicht nur gerne hier im Fichte-Gymnasium aufgehängt, sondern wir bieten sie als Schulamt, als Stadt, als Schulträger auch den anderen Schulen in Karlsruhe an. Stichwort Schulamt, man braucht nicht nur für die Lehrerinnen und Lehrer, die Eltern, die Schüler. Auch das Schulamt hat ja einiges zu tun in den letzten Wochen. Ja, wir mussten dann für jede Schule eigene Hygieneständer bestellen. Die konnten auch nicht alle an die Wand geschraubt werden. Also ist auch ganz sinnvoll, dass die im Eingangsbereich irgendwo in der Mitte vom Raum stehen. Nicht, dass sich dann in den Trauben um die Hygienespender oder vor dem Hygienespender dann eigentlich die Probleme erst entwickeln. Das waren schon alles ziemliche Herausforderungen, zumal wir ja auch nicht die einzige Stadt sind, die auf die Idee gekommen ist, sowas zu bestellen. Aber das ist alles super gemeistert worden und wie gesagt, die doch sehr frohe Stimmung, die jetzt in den Schulen herrscht, auf beiden Seiten des Klassenzimmers, dass es endlich wieder losgeht, die macht das alles, glaube ich, vergessen und gibt dem Ganzen so einen richtig positiven Anstrich. Ein guter Auftakt für eine lange Distanz, denke ich mal, für einen langen Weg, den wir alle noch vor uns haben, nicht nur in den Schulen. Ja, absolut. Also man wird ja schrittweise jetzt weitergehen müssen. Man wird dann auch die ein oder andere Hygienevorschrift relativieren müssen, weil es in den Schulgebäuden ja gar nicht vorgesehen ist, dass man nur mit halb so großen Klassen denselben Unterricht durchführen kann, als wären die immer wieder und weiter zusammen. Aber dass man sich dazu über einige Wochen ein bisschen Zeit lässt, auch die Dinge zu beobachten und zu entwickeln, das scheint mir der richtige Weg zu sein. Nur es muss ein solches Szenario geben, sonst wären die Leute ungeduldig. Es geht halt nicht, dass die Leute sich an alle Regeln halten und am Ende passiert trotzdem keine Öffnung. Das wäre etwas, was die Leute nicht auf Dauer durchhalten.